Und wir haben natürlich wieder was vergessen. Und zwar, als wir hier die Flaps hingebaut haben, hätten wir eigentlich auch gleich die Air-Intakes hinmachen können. Aber gut, da habt ihr jetzt nochmal einen kurzen, schnellen Teil von uns hier, Projekt Mini. Ihr wisst ja vielleicht, das letzte Mal gab es ja noch einiges, was wir dran gebastelt haben. Das Ding ist jetzt schon fast Maximum ABS. Spoiler, hart. Ja? So, und was haben wir hier? Air-Intakes. Wie halten wir die hin? So, 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 so. Nein. Ja. So, oder? Habe ich es richtig gemacht oder habe ich den falschen? Es ist leider der falsche, ja. Oh, der wär's. Also aufpassen, Freunde, dass ihr den richtigen nehmt. Das ist hier tatsächlich etwas verwirrend. Okay. So, so in etwa. Also kurze Probemontage, dann anschließend unten schön drunter sauber machen. Das sind halt so kleine Gimmicks, die pappt ihr euch mal drauf. Na, zu Weihnachten die Oma fragt, was wolltest du denn haben, Jung? Dann sagt er einfach, ach, hier so ein paar Air-Intakes von CSR wäre mal ganz nice. Na, könnt ihr auch schnell dann einfach in der Garage hinpappen. So, auch total easy, Geschichte von, keine Ahnung, 5 Minuten, noch nicht einmal. So, ist auch deswegen ein relativ kurzes Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bitte bleibt dran, Mini-Projekt ist noch nicht zu Ende. Es kommen noch kleine Bauteile dran und dann kommt natürlich hier noch der große, große Videodreh. Ah, ihr fummelt da hinten schon mit den nächsten rum, aber das machen wir im nächsten Video. Bis dahin, CSR.